Hi YouTuber, meine Fans und die Stoffern, ich bin in Steilshoop und jetzt geht's los mit dem Intro. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich zieh durch. Was machst du? Tim! So Leute, jetzt filmen wir heute Steilshoop. Mal gucken, was wir so erleben werden. Oh, guckt euch das mal an, Leute. Und hätte ich jetzt so ein Brot oder so, ohne Scheiß, die würden alles wegsnacken, ja? Krass. Heftig. Möwenpick-Style, Leute. Geil, ja? Das nenne ich mal eine gelungene Aufnahme. Geht's weiter? Jetzt geht's weiter, Leute. Jetzt geht's weiter. Leute, gleich sind wir wieder angekommen, wo ich letztes Jahr war. Da bin ich mal gespannt und gebannt. Gespannt, was wir so sehen werden. Auf einmal überfährt mich einer so, oh mies, Leute, wäre das so mies. Dann wäre Street City Life in Cribble Style, ja? Dann wäre ich im Rollstuhl unterwegs, Jung, mein Jung, Kaufmann Skali macht die Show. Und nicht anderswo. Also Leute, jetzt geht's weiter. Noch ein Problem. Von der Straße für die Straße, Stahl, so. Leute, ich muss mal gucken, wo Etzeler ich mein Bike-Cycle abstellen kann. So Leute, jetzt sind wir in Steilshoop unterwegs und filmen mal die Gegend, was hier so abgeht. Bin ich mal gespannt. Von den Ghetto für den Ghetto, wie ihr wisst. Steilshoop ist einfach King, Leute. Einfach Street Life. Mal sehen, was wir so sehen werden. Hochhäuser, wo man nur sehen kann. Street, wo man es nur sehen kann. Gehen wir einfach mal hier entlang, Leute. Hochhäuser, Leute. Aber richtig viele. Irgendwie Zigarettenschachtel bin ich entgegen. Also die Fotos sind schon richtig gut. Leute, das ist alles fürs Dach, heißt das? Lol, Leute. Etwas da. Ich bin da mal weiter entlang. Wisst ihr noch, Leute, letztes Jahr war ich ja auch hier. Einfach mal wieder gucken. Leute, ein bisschen spazieren, schadet nie. Ein türkischer Markt, Leute. Gucken wir den mal. Türkische Musik, Leute. Erdenmarkt, Leute. Wenn ihr türkisch einkaufen wollt, Leute, geht zu Erdenmarkt. Dir gute türkische Qualität. Leute, wie cool sieht die Treppe denn da aus? Hier, Leute, von den Ghetto für den Ghetto. Second-Hand-Markt. Scani Apotheke heißt es. Leute, da hat einfach seine Kapuzenjacke einfach aufgehängt. Crazy, ja? Taubiesle, wo ich hin und her gucke. Kinder- und Jugendhaus und Gottesdienstveranstaltung. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. So Leute, ich finde die Hochhäuser sehen hier schon nice aus, das hat schon etwas, ja.
Four Blocks in Hamburg Style, Leute. Four Blocks Hamburg Style. Hier kann man auf jeden Fall richtig coole Fotos machen, wie man sieht. Leute, aber ohne Witz, Steilzug war mal extrem krasser. Da waren die ganzen G's, Leute, die ganzen G's sind hier weg. Entweder am Knast oder abgeschoben. Ganz viele. Ah, ein Bürgerme in Steilzug, Leute. Interessant. Bürgerme. In 25 Minuten geliefert, meine Jungen, ja? Ich wollte jetzt keinen riesen langen Rundgang machen durch Steilzug. Ein bisschen was aufnehmen, Leute, für euch. Müssen mal wieder zeigen. Sieht ja die ganzen Hochhäuser. Standard hier. Augen auf. AVO. Leute, ich merke schon einen Riesenunterschied mit einem Selfie-Stick und GoPro. Da fährt man zwar auch mit der Handschlaufe, aber nicht so wie mit einem Selfie-Stick. Da ist schon ein Riesenunterschied. Sultan Bazaar. Leute, wenn ihr shoppen wollt, Sultan Bazaar. Gönnt euch richtig. Hier gibt es echt einige türkische Märkte. Und natürlich auch Alman-Style Aldi, Leute. Obwohl Aldi ist doch keine. So, Leute, jetzt geht's weiter. Spielhalle, Internet. Wer geht denn noch zu was hin? Leute, komplett lost hier, das Geschäft. Ah, Steilzuber Jami, Leute. Süß, das ist ja ein kleiner Jami. Leute, gucken wir uns das mal. Steilzuber Moschee. Wenigstens war es auch halal aus der Gegend, ja. Voll viel Haram, aber Moschee, Tam halal, Leute. Gucken wir uns das mal genau an. Leute. Ah, das wird anscheinend noch gebaut. Oder gehört das zusammen? Oder doch, doch. Ich glaube, das gehört alles zusammen. Wie das ganze Komplex ist eine Moschee. Direkt gegenüber eine goldene Mitte 309 Sportsbar. Dartkneipe. Und Astra. Erzähl da. So, Leute, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Leute, ich feiere die GoPro. Damit hat man so viele Möglichkeiten. Einfach krass. Ah, Leute, wartet mal, da ist ein kleiner Supermarkt. Ah, ein kleiner mini-arabischer Supermarkt. Ich dachte schon, türkische Musik. Alles klar. Ihr kennt doch OKB, Leute. Der Laden ist auf. Ah, Leute, wenn ihr jetzt so einen kleinen Mini-Supermarkt wollt, mal hier. 1 Kilo Bourbergine, 2,80 €. Nice Preise. Wenn der Hintergrund ein bisschen stimmen würde. Aber man kann nicht alles haben, Leute. Ah, La Familia Liefer Service, das ist auch immer dubios, das sein mag. Nein, Spaß, keine Ahnung. Ambrosia Coffee Salon. Gehen wir mal zu meinem Bicycle. Und noch den kleinen Dönermann supporten. Und dann geht's mit der nächsten Aufnahme weiter. Leute, wenn ihr Döner wollt, dann geht zum der Ali Döner Imbiss. Gönnt euch. Hi YouTuber, Fersensüßer Fan. Wie hat euch mein Trip in Steilzug gefallen? Ich freue mich auf eure Kommentare und eure Meinung. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Street City Life in Steilzug.